hier einen Heinz-Fiction-Film mit talentierten Darstellern. Gut gefunden von ihrem örtlichen Kunstbüro. Aura, Fotografin Martha Pfahl, 48 aus Prolitz, und ihre böhmisch-litharische Mutter Christiane Meise aus Koblenz treffen einander stets, wenn sie sich irgendwo zufällig begegnen. Sie beide tragen Sonnenbrillen, keine Untertrikotagen und die Verantwortung für das Überleben unseres ganzen Planeten. Martha Pfahl und Christiane Meise sind Single. Immer auf der Suche nach dem ersten Date. Martha möchte gerne anonym bleiben, deswegen nennen wir sie hier Chantal. Martha, meine jüngste Tochter, lass uns in diese Richtung da entlang super süße Traumpartner finden. Jokuli, los, Mutti! Dank übergeordneten Fantasie malt Chantal sich ihr erstes Date oft aus. Wie heißt du denn? Christian Harten. In meiner Freizeit mache ich gern den Führerschein, derzeit für Tretboote, und ich bin auch sterilisiert. Ich will einen Mann zum Bau, nicht so schlau. Denn dumm fickt gut. Und die wichtigen Dinge lernt man doch nicht in der Schule. Also mein Ex-Freund hatte eine schwere Kindheit und hängt noch immer seiner ersten Liebe hinterher. Meine Mutter. Ich will jemanden, mit dem ich ihn eifersüchtig machen kann. In ihren romantischen Tagträumen erliegt Chantal diesem orientalisch-arabesken Charme, den jahrtausendealten hypnotischen Zaubergesten und seinem raffinierten osteuropäischen Lettenlover-Gesülze. Liegt hier etwas Senfgas in der Luft? Ich finde dich voll gut und Sammelfussel. Das ist die Liebe. Deine Augen so schön wie dieser Sonnenuntergang, doch das Schönste an dir sind deine Freundinnen. Ich mag es zu reiten. Aber ich muss dir etwas gestehen. Ich habe Zähne im Zähne mit Ausruf. Das ist erblich. Immer solche neben den Paartherapeuten. Du bist ja ein richtiges Talent in Bildbearbeitung. Auf meinem Bildschirm sieht ein Porträtfoto doch eigentlich ganz schick aus. Und das ist die Liebe. Hallo, mein Name ist Dick Reiter. Ich bin das Über-Ich vom Paartherapeuten. Mit dem Taxitrick werde ich Christian Harten und die sympathische Chantal für ihr erstes Date zusammenbringen. Tun. Zum Glück braucht man nämlich nur einen Eimermann und einen guten Taxitrick. Und meine ferngesteuerten Aliens of Love im Eimer. Ohne die von mir ferngesteuerten Eimer-Aliens würde das mit der Liebe einfach nicht klappen. Was meinen wohl die Ex-Partner der beiden zum kommenden Glück zwischen Chantal und Christian Harten? Also ich bin der Ex-Freund von Eimermann und selber auch Kinderpsychologe und Atomphysiker und wünsche alles Gute für mit Chantal. Ich hab auf meiner Haut von meinen Fußsohlen an bis kurz über meine Nippel zu einem netten Extrem. Ich sitze gerade im Taxi, nicht krumm. Weiß ich, das ist mein Taxitrick. Es bringt euch zu eurem ersten Date. Folgenden Tagraum verpasst mit Chantal und der Eimer hier erstes Date nur knapp. So was Blödes aber auch. Aber dann, nach all diesen unendlichen Strapazen, nach Irrungen und Wirrungen, finden Christian Harten und Chantal doch zusammen. Das erste Date. Da, spürst du das auch? Die Schmetterlinge der Liebe, Flugzeuge im Bauch. Oder gar Hubschrauber von der CIA. Die Gefühle und Gedanken in Chantals Kopf beginnen zu schreien. Da ist so viel, was sie ihm sagen möchte. Ich habe Gebärmutterhalsnarkose und Krankenvaterpurunkel im Rektus. Ja, ein Happy End vom Feinsten. Verpassen Sie auch nicht unseren bald kommenden Nachfolgeblockbuster. Die üble Attacke. Aliens vs. Eimermann. Ein Schlüssel für Junge und Eis. Besonders für Kassenpatienten. Aber hallo, schicke Frisur. Ja. Los, jetzt hat ganz toll geklappt, der Mann.